Hallo Leute, dies ist ein kleines Intro zur heutigen Tri-Jump-Folge. Ich hatte eigentlich schon ein Intro geplant, aber wie ich beim Schneiden festgestellt habe, ist sämtlicher Ingame-Sound verloren gegangen. Und das bedeutet, dass ich für euch, für diese Aufnahme, ein niegelnagelneues und super-duper cooles Soundpack für Minecraft erstellt habe. Ich hoffe, es gefällt euch und nun viel Spaß mit Minecraft Versuchssprung. Gleich schlägt's 13 oder lieber... Oh, Moment. Falscher Skin, falsches Video. Wir wollen noch Versuchssprung spielen. Verdammt, aber hier ist alles mit Halloween voll. Aber dabei ist Halloween schon vorbei und ich habe noch nicht alle Seelen und alles ist so schrecklich. Lass uns einfach Versuchssprung spielen. Dankeschön. Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und herzlich willkommen zu Minecraft Versuchssprung auf Bergwerk Labs. Hallo, mein Name ist der Geigenreifen und wir spielen Mund. Alles klar, wir spielen Mund. Alles klar. Was ist denn jetzt hier kaputt? Hallo? Wir spielen munter, floggisch eine Runde Minecraft Versuchssprung. Und ihr Lieben. Ich muss hier höllisch mit meiner Tastatur aufpassen, denn die ist so langsam hinüber. Aber das ist nicht so schlimm, wir haben es ja trotzdem geschafft mit der ersten Modul. Und ich frage mich immer noch, wie es die Menschheit... Nein! Die Menschheit schafft, am frühen Morgen so doll zu spielen. Guck mal, der Fishbone zum Beispiel, ne? Der ist hier richtig gut dabei. Der kennt sich aus und ich hingegen, ich habe... Tri-Jump seit 20 Trilliarden Jahren nicht mehr gespielt. 20 Trilliarden Jahren, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Denn der liebe Doktor hat mich mitgenommen auf eine Zeitreise und dementsprechend war ich ganz schön lange weg. So, das ist aber nicht so schlimm, denn es geht doch um den Spaß, ja? Und wenn wir schon mal davon sprechen, wie lange doch manche Dinge dauern, die GEMA hat sich mit YouTube geeinigt. Leute, ist das nicht toll? Oh, apropos Dr. Who. Dalek. Exterminate. Und das war schlecht. Ja, die GEMA hat sich mit YouTube geeinigt und das ist ja schon etwas, wo man sagen könnte, bitte, lieber Herr, der das bewerkstelligt hat, kümmere dich um den Nahostkonflikt. Das ist eine schöne Twitter-Perle, wie es inzwischen so schön heißt. Die habe ich aber auch bei dem lieben Quink-Original gesehen und gleich mal retweetet, weil ich das mega cool fand, den Spruch. Und ja, ich bin happy, weil ich das natürlich nicht gedacht hätte, dass das jemals passiert. Auf der anderen Seite, ihr Lieben, kleiner Hinweis, das heißt nicht, dass ihr die ganzen Videos jetzt, die ganze Musik für eure Videos benutzen könntet. Das ist ja nicht so, als würde jetzt jeder das Urheberrecht von den Liedern haben. Ne, das wäre ja Quatsch. Beraten, ist das neu? Ich glaube schon. Aber ich glaube auch, dass ich das schon mal gespielt habe. Bin mir aber sehr unsicher. Auf alle Fälle sieht das sehr, sehr hübsch aus. So, und jetzt sind wir auch schon bei USA. Und ich muss gestehen, ich komme ganz gut zurecht, bin aber trotzdem relativ weit hinten. Überraschenderweise. Hui. Cool. Mega nice. Ist aber auch ein langes Modul. Ihr Lieben. Geh mal zur Seite. Geh mal weg jetzt damit. Ich bin überrascht, dass das so gut geklappt hat. Und das war beeindruckend, dass das so eine riesen Meldung war. Das kam auf allen Kanälen. Überall wurde erzählt, dass jetzt dieses Video in deinem Land leider nicht verfügbar weg ist. Das ist schon Wahnsinn. Und das ist übrigens auch sehr großer Wahnsinn, dass das immer noch nicht so richtig funktioniert bei mir. Es klappt einfach nicht. Du kannst machen, was du willst. Es ist manchmal einfach Glückssache. Worüber ich aber eigentlich noch sprechen möchte, denn das ist ja relativ schnell erzählt mit dieser GEMA-Sache, ne? Das ist ja relativ flott weg, ist dieser aktuelle Kanal hier so, ne? Denn ich mache noch mal ein bisschen Werbung für meine... Oh, süßes oder saures. Das ist so ein Halloween-Update-Ding. Ja, geil. Und genau da sind wir nämlich beim Thema. Ich wollte mal aufmerksam machen auf mein Halloween-Update-Video. Ich hoffe, ihr habt es... Nein. Ihr habt es schon gesehen. Sollte das nicht so sein... Okay, Tippi, dann ist es eh egal. Solltet ihr noch das Tippi-Dings nicht... Oh, ich bin der Zweitbeste. Das Tippi-Ding, genau. Das Halloween-Dings noch nicht gesehen haben, dann würde ich mich ganz, ganz dolle freuen, wenn ihr das mal noch machen wollt... machen würdet.
denn da steckt dann doch ganz schön was an Zeit. Und da würde ich mich freuen. Das wäre ganz, ganz lieb wäre das. Ganz, ganz lieb wäre das, ja. Was ist denn, wenn ich jetzt... Ich kann jetzt mir Eisenstiefel holen oder aber... Also ich kann mir schon mal einen Kettenhelm holen. So, und jetzt haben wir das Problem. Ich könnte mir jetzt Kettenstiefel holen, dafür mein Schwert nochmal verzaubern. Auf Schärfe 4. Und dann habe ich aber weder Essen noch Goldäpfel oder irgendwas in der Art. Ich könnte mir sonst 3 Goldäpfel holen, statt das noch ein zweites Mal zu verzaubern. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Und ich glaube, dass ich diese Möglichkeit lieber wahrnehme, als einmal verzaubern. Leute, wenn ihr jetzt sagt, nee, das ist doch totaler Quatsch, warum hast du das jetzt gemacht? Dann lasst mich das mal bitte wissen. Ein Extraherz wäre vielleicht auch gar nicht so dumm. Aber ich sag mal so... Nö. Ich finde die Goldäpfel tatsächlich sogar besser. Deswegen kaufe ich mir die jetzt auch. Ups. So. Ein paar Pfeilchen. Ne? Kann ja mal sein, dass da irgendwo einer rankommt. Okay. Denn, wie gesagt, Halloween-Update wäre super, wenn ihr dafür noch ein bisschen Werbung machen könntet. Ich hätte mir... Also man macht sich ja, wenn man Videos macht, macht man sich ja schon so ein bisschen Gedanken. Wie viele Aufrufe könnte man so ungefähr dafür bekommen? Ja. Und da ist es halt so, dass ich mir denke, ja, da würde ich mich schon freuen, wenn das ein paar Leute noch sehen könnten. Hallo. Hallo. Okay. Ja, genau. Ja, genau. Ja, weißt du, kommt da von beiden Seiten. Hier könnt ihr euch mal... Als ob jetzt hier alle anmarschiert kommen. Ja, geil. Das ist immer das Geilste. Nein. Jetzt geht doch mal weg. So, und jetzt schnappen wir uns den da. Der hat sogar einen Bogen gehabt. Und ich habe zum Glück Pfeile. Moment. So, und jetzt komm ran. Komm ran, Kollege. Viel Leben hast du nämlich nicht mehr. Zack. Genau. So, wir haben noch 2 Leben. Was ist das für ein Schwert? So, du bleibst schön weg. Jetzt hat er meinen Kill geklaut. Nein! Oh Gott, ich habe den kein einziges Mal getroffen. Wie so ein Idiot. Ja, na, dann machst du schön deine Angel. Genau, mach schön deine Angel. Ein Leben habe ich noch. Na komm. Zack. Da haben wir den auch erledigt. Hat er irgendwie ein besseres Schwert gehabt? Tut mir leid, dass ich mich gerade überhaupt gar nicht konzentrieren kann. Das ist richtig furchtbar, ich weiß. Oh. Schärfe 4. Rückstoß 2. Das ist doch ganz geil. So, jetzt gehen wir noch zum Kollegen. Kollege. Hallo. So. So. Na? Wie viele Pfeile hast du noch? Hast du noch einen Pfeil? Oh Gott, war das knapp. Alter Schwede. Ui, 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 ui. Nice, da ist der Waffelbeißer. 8 zu 2, das lässt sich sehen. Und ich bin sogar noch bis zum 9. Modul gekommen. Leute, das könnte tatsächlich einer der besten Tri-Jump-Runden auf meinem Kanal sein. Ich bin überwältigt. Jetzt war das vom Gespräch her natürlich nicht gerade das Gelbe vom Ei. Das ist mir ja vollkommen klar. Aber ihr müsst das fressen, was auf den Tisch kommt, Leute. Aber ihr könnt mir ja sehr gerne ein paar Gesprächsthemen vorschlagen. Das wäre natürlich genauso schön. Ich hätte noch, ja, Gespräche über das schöne Wetter da draußen, dass es immer kälter wird. Ich hätte noch Gespräche über die Sommerzeit und Winterzeit und dass ich jetzt in letzter Zeit irgendwie immer eine Stunde eher aufwache, als der Wecker klingelt. Das ist ganz komisch. Aber, manchmal braucht man auch mal solche Folgen, ne, wo man einfach mal so spielt und dann ist das so, wie das ist. Das ist dann halt so, ne. Und damit lebt man und damit ist man fröhlich und... Ihr sitzt jetzt dort und denkt euch so, was labert der für ein Quatsch? Aber wisst ihr was? Manchmal, da braucht man das einfach. Da braucht man einfach mal Quatsch. Und mehr braucht es manchmal einfach gar nicht. So, ich habe 6000 Coins, ich könnte mir eigentlich mal ein paar Kisten kaufen. Wollen wir es mal machen? Mal so spaßenshalber mal eine Kiste kaufen. Ja? So eine Kiste.
Komm, wir machen eine Kiste. Komm, eine Kiste jetzt hier. Komm. Jawohl. Und ich habe sogar noch eine gehabt. So, nein, ich hätte mir gar keine kaufen brauchen. Egal. So, drück die Daumen. Ich hätte gern irgendwas Halloween-mäßiges. Ich werde, ich kriege jetzt einen Strohballen. Komm schon, Halloween. Ja, macht Werbung für mein Halloween-Update. Oh, geil, Hexentränke. Nice, Dicer. Das ist schön. Da habe ich wenigstens ein Halloween-Update bekommen. Also, ein Item daraus. Das ist sehr, sehr schön. Ich komme ja sonst gar nicht mehr dazu. Ich habe auch noch bis morgen Zeit, die Seelen alle zu sammeln. Ich bin schon bei 59. Da wird der Rest doch ein Klacks, Leute. Ja, das sage ich euch. Das ist es gewesen, ihr Lieben. Macht euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch nur das Beste, vor allem beste Gesundheit. Macht es gut und bis dahin, euer GigaGreevy. Und ja, Puzzlecrafter, ich hoffe, du kennst mich. Bis dann. Ciao, ciao.